Ja, ihr Lieben, Servus und Grüß Gott, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wie ihr seht, ich bin am Vorbereiten für meine Tour, die ab Montag losgeht. Fahrrad ist schon mal geputzt und ja, ein paar Veränderungen habe ich auch vorgenommen. Zum Beispiel, wie ihr gerade noch gesehen habt, hier einen schönen Aufkleber. Vielleicht bringt es ja was. Ein Abonnent hat gesagt, es wäre schön, wenn ich das Datum sage. Das mache ich jetzt hiermit. Wir haben heute den 7. Oktober, Mittwoch, den 7. Oktober und am Montag, den 11. Oktober, soll es losgehen. Ja, ich werde euch mal zeigen, was seit dem letzten Video passiert ist, was ich gemacht habe, was ich organisiert habe. Und ja, das zeige ich euch jetzt. Ja, hier habe ich meine neuen oder auch alten Sachen vorbereitet, die ich für die Tour brauche. Und ja, das ist einmal noch ein Rackpack für einen Gepäckträger obendrauf. Was hatte ich natürlich? Ich wollte eigentlich den von Ortlieb, war aber ausverkauft. Aber ich denke, der wird auch reichen, wenn ich ihn überhaupt brauche. Ja, dann gehen wir mal weiter. Das sind die beiden Seitentaschen. Hier habe ich Schuhüberzieher für den Regen, falls wir welchen haben, da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Und ja, dann Regenhose, Regenjacke. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, mich auch ein bisschen fahrradtauglich zu kleiden. Ich war ja mal in Jogginghose und ja, in lockeren Plünnen unterwegs, sage ich mal, sagt man bei uns im Norden. Habe ich jetzt eine Fahrradhose und eine Fahrradjacke Softshell, auch Wasser abweisen. Ja, dann für den Oktober ist es nicht ganz unwichtig, Handschuhe zu haben, gerade für morgens und abends. Dann ein Fahrradschloss habe ich mir neu bestellt, das muss ich noch anbauen, sowie Schutzbleche. Ja, ich habe ja keine dran und bei Regen ist es halt echt eine Riesensauerei. Und ja, die werde ich jetzt gleich noch anbauen. Ob ich es hinten auch mache, weiß ich nicht. Da habe ich hier den Gepäckträger drüber. Überlege ich mir. Ja, dann natürlich Flickzeug, dann Powerbank, Flickzeug, ja, habe ich gesagt. Und Luftpumpe, Taschenmesser. Ja, es ist noch lange nicht alles. Kochgeschirr fehlt noch, falls ich es mitnehme. Und ja, das ganze Kamera-Equipment. Und ja, Klamotten, die T-Shirts, Unterwäsche und so weiter und so fort. Das ist hier jetzt noch nicht mit bei. Ich habe es mir hier, das, was ich jetzt erstmal nicht brauche, bereitgelegt, um euch das auch ein bisschen zu zeigen. Ja, dann habe ich auf meinem Fahrrad einen Aufkleber. Den habt ihr ja schon gesehen. Und ja, ich werde jetzt mal weitermachen und das Fahrradschloss und das Schutzblech anbauen und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, ihr Lieben, Fahrrad ist gerichtet, Schutzbleche sind dran, Aufkleber ist dran, Fahrrad ist sauber, frisch geschmiert, dürfte nichts mehr schief gehen. Ja, ich muss jetzt noch, bevor ich fahre, hinten die Scheibe wechseln von der Bremse, aber die Teile kommen erst, das schaffe ich heute halt nicht. Ja, ich bin soweit startklar, das Wetter leider nicht. Ja, ich muss echt schauen. Ich habe jetzt heute geschaut, Montag noch durchwachsen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Regen, durchgängig. Sollte das so bleiben, werde ich die Tour definitiv nicht machen, weil er hat auch nur 6 Grad. Ich habe nichts gegen einen halben Tag Regen oder mal einen Tag mit Regen, aber 80% der Tour nur Regen angesagt.
macht für mich keinen Sinn und ist für mich auch rausgeschmissenes Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sollte die Tour nicht stattfinden, hatte ich schon Ausweichrouten, aber da sieht das Wetter auch nicht besser aus. Und ja, werde dann wahrscheinlich dann in einer anderen Region in Urlaub fahren und von da aus Tagestouren machen. Das macht dann einfach am meisten Sinn. Ich habe da auch schon was ins Auge gefasst, sage ich aber jetzt noch nicht mehr zu, weil ändert sich das Wetter, dann ist es wieder für die Katz. Ja, manchmal läuft es nicht so und ja, ich hoffe trotzdem noch, dass sich das Wetter ändert. Jetzt scheint ja mittlerweile auch die Sonne, vielleicht ist es ein Zeichen. Ich hoffe es. Sollte ich die Tour nicht machen, ja, nee, wie sagt man, aufgehoben ist nur aufgeschoben oder so ähnlich. Ich werde sie definitiv noch machen, aber ja, wir drücken einfach jetzt fest die Daumen und hoffen, dass das Wetter wird und ja, dass es dann einfach losgehen kann am Montag. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig und ja, bin auch ein bisschen enttäuscht, dass das Wetter nicht so mitspielt momentan. Aber es hat sich schon dreimal geändert und ja, wer das diesjährige Wetter kennt, weiß, dass es öfter passiert. Ja, das war jetzt so ein kleiner Eindruck mal von den Vorbereitungen, bei den letzten Vorbereitungen. Wie gesagt, beim Gepäck, es ist noch nicht lange alles dabei. Das sind jetzt mehr oder weniger so die neuen Sachen, die ich jetzt bestellt habe. Und ja, Regensachen werden definitiv nötig sein. Und ja, ich hoffe, dass ich mit den Sachen dann gut durchkomme. Ja, hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Eindruck. Vielleicht noch mal kurz zum Fahrrad. Ich habe jetzt noch Schutzbleche angebaut. Wie gesagt, wenn es regnet, ist es eine Riesensauerei. Wer schon mal ohne Schutzbleche gefahren ist, weiß, wie das ist. Und ja, ich musste gerade schauen, da ist eine Kollegin gerade lang gefahren. Ja, weiß, wie das rumsaut. Deshalb hinten, das habe ich jetzt auch angebaut. Das werde ich vielleicht nochmal mit Kabelbinder festmachen, dass es nicht klappert. Ja, wollte hier noch das Schloss anbauen, hatte die Halterung auch, aber das Schloss passt dann nicht hier rein. Das heißt, das muss ich dann in der Tasche mitnehmen. Ja, wie gesagt, Bremsen noch und vorne brauche ich noch neue Belege. Und ja, dann sollte das Fahrrad dann tourenfertig sein. Und ich denke, von der Ausrüstung her passt es auch. Und ja, dann hoffe ich, dass meine erste Tour dann stattfindet und nicht, bevor sie überhaupt losgeht, nicht losgeht. Und ja, hoffe, dass wir da ja, gemeinsam eine schöne Tour erleben können. In dem Fall verabschiede ich mich von euch und ja, hoffe, dass ich dann am Montag auf Achse sein werde. Die Tour-Details, wer die noch nicht kennt, ich verlinke euch das Video nochmal oben zur ersten Vorbereitung und ja, hoffe, dass ich eine tolle Tour haben werde und hoffe natürlich, dass ihr dann mit dabei seid. Also bis dann erstmal, Servus.